So, liebe Leute, die Pelzerbube vom der Unboxing Boy sind wieder da. Wie ihr seht, mit zweimal Watch Dogs, ich und mein Kollege haben uns endlich das Spiel gekauft, weil es muss einfach der Knaller sein. Also das, was wir so gelesen haben und gesehen haben, top. So, gehen wir einfach hier. Fangen mit einem an, weil im anderen ist dasselbe drin. Hacking is our weapon, ja. Es wird wohl darum gehen, dass man sich irgendwie durch die Weltgeschichte hacken tut und das hier freischaltet und da hier kommt und hier hier kommt und ja, genau zu der Story kann ich einfach noch nichts sagen. Das kommt, das schreibt man alles mal in die Beschreibung, ohne. Und hier sehen wir noch die Spezifikationen von dem Spiel. Und ja. Dann gehen wir mal hin und robben das Ding mal auf. Also gar kein Messer. So, dala. Und dann öffnen wir das Prachtstück. Okay, hat das ein Wendecover? Nee, leider nicht. Das heißt, ich kann mal wieder diesen FSK-Flatsche da antun. Aber naja. Hier haben wir dann die Spieledisc, die Blu-ray. Ich glaube, das sieht sogar mehr oder weniger sogar noch Anleitung aus. Ist so irgendwo ein Code, ja, aber der ist ja egal. Bis das Video hochgeladen ist, ist der Code auch eingelöst. Der Season Pass. Available now on Uplay. Okay. Was ist der gut? Da bekommst du die Season so, aber den musst du extra kaufen. Okay. Okay. Für gewisse DLCs, aber gut. Ich weiß gerade, ob schon welche draußen sind. Oder ja, welche angekündigt sind. Ja, die kurz und knappe Anleitung. Ja, gut. Ich meine, gut, das liest sich eh keiner durch. Ja, wie gesagt, schade ist, dass halt kein Wendecover mit dabei ist. Also das, ich bin halt immer so der Fan von Wendecovers. Bei Wolfenstein war das ja der Fall. Und ja, wie gesagt, zu der Story kann ich halt nicht viel sagen, weil ich mich halt so jetzt halt noch nicht so wirklich schlau gemacht habe. Aber ich denke mal, wie gesagt, Hacking ist our weapon. Das heißt, man hackt sich mit irgendwas durch die Weltgeschichte und ja. Ich kämpfe gegen das Böse, besiegt das Böse durchs Hacke und hier und da und tralala. Ich weiß nur, ich habe halt mitgekriegt, dass es so ähnlich aufgebaut ist wie GTA. Weil ich sehe, wenn vielleicht kommt da mal so ein kleines Gameplay-Commentary, sodass ich mal oder wir mal zu dem Spiel so unseren Senf abgeben, unsere Meinung, wie wir das Spiel finden, von der Story her, vom Gameplay her. Und in diesem Sinne würde ich sagen, danke fürs Einschalten und wenn ihr unseren, ja, felsische Dummgelaber gut findet, dann lasst uns einen Daumen hoch da oder abonniert uns, wie auch immer. Bis dann.